Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Spacebar Space Crew. In der letzten Folge haben wir uns einen neuen Antrieb gegönnt, also einen neuen Reaktor. Für ein bisschen mehr Power. Und ja, wir machen jetzt einfach mal weiter. Phasminenpräsenz neutralisieren. Wollen wir auf Mittel gehen? Ich traue mich noch nicht so ganz, aber... Ach, komm. Gib ihn. Mehr als in die Hose gehen kann's ja nicht. Okay. Und dann starten wir mal. Nicht, dass aus den Asteroidenstreuern dann die HMS Titanic wird. Okay, zum Ziel. Ab dahin. Und gib Stoff. Lady, bist betrogen. Okay, dann lade. Und ausführen. Okay. Also ja. Nur die Präsenz neutralisieren, das, ja, nur ist gut. Wer weiß, mit was die gleich ankommen. Ne? Ah ja. Und auf geht's. Maximale Energie in die Waffen. Ich habe das doch hier weggenommen und... Ja, gut. Bisschen in die Waffen und Schilde. Und was wir aber machen können, ein bisschen Schub reinlegen. Damit wir nochmal Energie in die Schilde und Triebwerke geben können. Jetzt gehen wir in die Offensive. Au, au, au. Vorderer Schild ist weg. Ah, er ist schon wieder da. Gut. Freunde, würdet ihr auch mal treffen? Nur so eine Idee. Guck mal, da ist ein Hintermann. Okay, gut. Und den auch noch, komm. Aha, geht doch. Und ab zum Ziel. Bade, 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 bade. Ja, genau. Ja. Okay. Lady, berum, sprung. Und ausführen. So, da sind wir. Wer hat ein Problem? Wer hat ein Problem am Mercure? Aktuell noch keiner. Aber kommt bestimmt gleich. Ja, sag ich ja. Da oben drei. Ist noch irgendwo was? Aktuell noch nicht. Oh, obere Schilde sind schon weg. Na super, läuft. Nicht, dass ich mich hier doch übernommen... Ah, schon wieder drei. Ja. Dann gehen wir in die Offensive. Zeigen wir dem mal, wo der Frosch die Locken hat. Oh, da ist was kaputt. Warum ist da was kaputt? Was ist da kaputt? Ach, da ist was kaputt. Geh mal zum Reparieren. Und brennen tut's auch noch. Okay, Feuer löschen. Ja, das ist schon härter hier. Komm, Feuer löschen und reparieren, Kumpel. Noch sieht's gut aus. Reparatur abgeschlossen, dann geh wieder an deinen Platz. Na? Okay, geht doch. Dann ab zum Ziel. Asteroidengürtel Delta. Na und, gib mal ein bisschen Zeitstoff. Zeitstoff? Ein bisschen beschleunigen die Zeit, so rum trifft's eher. Okay. Ja, laden. Energie. So, da sind wir.
Jetzt gibt's aber ganz böse Haue, bestimmt. Wo seid ihr? Traut euch. No? Jetzt. Ah, da unten kommt ihr. Dann holen wir uns gleich ein bisschen Jägerunterstützung. Okay, Alpha 1, quatsch nicht lange, mache. Warte mal, ist das... Oh, oh. Warte. Noch nicht. Okay, hat er den doch noch erwischt. Okay, alles klar. Ab in die Offensive. Wow, der sitzt zum Docken an. Das können wir nicht gebrauchen. Komm, hinter mit dir. Ah, wieder kurz davor abgeknallt. Ja, ist ja an sich schön, aber... Ach, immer dieses Hin und Her. Oh, oh, oh. Vordere Schilde sind weg. Was du durchaus machen kannst, du gehst mal hier rüber und lädst mal die Schilder auf. Genau, so machen wir das. So, Schilde sind aufgeladen, dann gehst du wieder an die Wumme und wummst mal ein bisschen rum. Ja, zurück zur Basis. Sag mal, hast du ein Po offen? Du kehrst jetzt bitte nicht zurück zur Basis. Ja. Ja, dann geht doch. Ich schaff das schon alleine. Hintermann erwischt. Nee, doch, jetzt. Okay. Haben wir es. Aha. Kommt da noch was? Okay, zurück zur Basis. Hier scheint alles okay. Laden wir. Du sollst das bitte wieder verstauen, damit wir hier ein bisschen Ordnung haben. Ich hasse es ja, wenn hier alles wieder rumfliegt. Da. Und Energie. Okay, wo bist denn du hin? Oh, da bist du. Okay, hast du... Eine Fachkapsel. Okay. Dann holen wir die. Dann musst du aber hier hinten hin zum Traktorstrahl. Genau. So machen wir das. Ja, lass dir ruhig Zeit. Alles gut. Wir haben ja alle Zeit der Welt da. Okay. Okay, eingeholt. Wehe, da ist eine Überraschung drin. Ich mag keine Überraschungseier. Wobei, eiförmig ist auch wieder anders. Ah ja. Als hätte ich's gewusst. Ab in die Offensive. Zeig denen mal, wo der Frosch den Locken hatte. Ich vertraue den Ding hier nicht. Weil ab und an schlüpft dann hier mal so ein Alien raus. Und das ist ja... Nee. Nee. Okay. So, gehen wir mal kurz auf Zeitlupe. Ja, gerade so noch abgeballert. Okay, auch in Ordnung. Dann wieder zurück. No. Okay, dann gehen wir kurz hier hin und die Fähigkeit Schilde regenerieren. Na komm. Ja, da sind sie wieder. Dann gehst du wieder vor an die Wumme. Und wumms wieder ein bisschen rum. Na? Ah. Wird mir zu eng. So. Du sitzt doch da. Ach ja, weil dieses komische Ding da hinten ist. Dann nimm dir die Wumme. Und greif die Gegner bitte an. Ach, ist ja blockiert wegen der Kapsel hier.
Na komm, geht doch. So, jetzt holt sie den nächsten. Kaputt machen ist nicht. Kaputt machen ist gemein. Nee. Hier ist er doch. Greif den Gegner an. Ja, das ist der Nachteil, wenn die Schwerkraft aus ist. Du sollst nicht auf den eigenen Generator ballern. Oh. Erstmal ein Schildgenerator. Komm, reparier den. Greif den Gegner. Ach, Mist. Ich dachte, der wäre schon außer Gefecht. Okay, gut, dann du löscht bitte das Feuer. Keine Panik, alles cool. Oh. Klingt aber ganz schön dolle, du. Okay, gut, dann kannst du wieder dahin, an deinem Waffenplatz. Du reparierst hier bitte. Und wir sehen zu, dass wir hier nach Hause kommen. Hei. Ja, aber das haben wir doch noch ganz gut hingekriegt. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Du verstaust die Wumme. Ach komm, der kann da hinten rumschweben, ist mir jetzt auch. Latikowski. Ladi Beramsprung. Okay, und auswählen. Ja. Oh. Wä? Ach ja, okay. Dann sollen wir jemanden noch beschützen. Dann beschützen wir mal den Kreuzer da hinten. Ist ja schließlich ein Freund. Wir holen uns noch Jägerunterstützung. Pimpen unsere Energie mal ein bisschen hoch. Mehr Schilde, mehr Antrieb. Also, wenn man das mit einem Piepen unterlegen würde, würde es klingen wie R2-D2. Dann schützen wir mal unseren Kreuzerkollegen. Wir sollten was für die Antrieb. Okay, du schnappst dir bitte dieses hier. Und gehst da mal raus. Schilde sind wieder online. Okay. Du machst dein Reparier-Linsky-Dingen und wir konzentrieren das Feuer. In der Hoffnung, dass er hier draußen schnell repariert und nichts Böses passiert. Kehren zur Basis zurück. Oh, komm. Und da sieht man jetzt auch unter anderem die Strahlung, die ein Nee, Ramos, nicht. Wieder an deinem Platz. Da hatte man gerade dieses grüne Feld gesehen und das bedeutet halt Strahlung. Eieiei. Ich bringe hier ganz schön auf die Nuss. Komm schon. So, wenn das nicht ordentlich Asche gibt, ey, dann weiß ich auch langsam nicht mehr. Ja. Okay. Vielen Dank. Die Schilde sind wieder voll funktionsfähig. Ich glaube, ab hier kommen wir alleine zurecht. Alles klar, Kumpel. Dann sehen wir zu, dass wir nach Hause kommen. Das ist genug, das reicht, ich brauche das nicht. Nee. Mach den Kram doch demnächst ohne uns. Okay. Ladi Beramsprung. Und Energie. Ah, da hinten ist schon die Mama Erde. Und die Raumstation. Eieiei. Naja, der eine oder andere hat halt ein bisschen was abgekriegt, aber so ist es halt mal.
So, Phasminenpräsenz neutralisiert. Optionales Ziel der Fracht eingeholt. Hey, wir haben doch den Kreuzer noch beschützt. Warum gibt das keine Extrapunkte? Was soll denn der Mist? Undank ist der Weltenlohn. Ah. Schnelle Sprungaufladung. Okay. Leistungsanalyse. Oh, das ist gut. Das gibt mehr Erfahrungspunkte. Und Schilde überladen. Okay. Schnelle Sprung. Aufladung, genau. Schnelle Sprungaufladung. Erhöht die Aufladungsgeschwindigkeit für den Hypersprung stark, wenn Gegner in der Nähe sind. Okay. Leistungsanalyse analysiert die Leistung der Crew, wodurch sie für kurze Zeit mehr EP erhält. Schilde überladen. Erhöht die vorübergehend die Effektivität der Schilde des Raumschiffes, was jedoch dazu führt, dass der Schildgenerator für eine gewisse Zeit Strahlung freisetzt. Na, das mögen wir ja alle nicht. Gravitationsstiefel, okay, erklärt sich von selber. Strahlung, Schutzhandschuhe, erklärt sich auch. Phaserpistole ist gut. Ja, ich mag Phaserpistolen. Oder Phasenpistolen. Wie es ja hier heißt, Ausbildung. Ah, schön, endlich. Ja, ja, kommt, Kinder, kommt zu mir. Ja. Okay. Du kriegst als Sekundärausbildung Kommunikationsoffizier. So. Und der Kommunikationsoffizier kriegt als zweite Ausbildung Sicherheitsoffizier. So. Der Techniker kriegt als Sekundär Waffenoffizier, komm. Und der Sicherheitsoffizier kriegt Waffenoffizier. Der Waffenoffizier bekommt Kommunikation. Dieser Waffenoffizier bekommt Technik. Und dieser Waffenoffizier haben wir zweiten Haupt und dann haben wir schon kriegt auch noch Technik dazu. Was soll's? Crew ausrüsten. Ja, kommt, meine Kinder, kommt. Schön, dass ihr alle da seid. Und wie geht's euch heute? Ja, auch so? Ja. Gut. Ihr kriegt jetzt hier eine Phasenpistole. Genau, das ist eine Idee, die setzen wir um. Ausrüsten. Weil das ist immer praktisch, da brauchen die nicht immer gleich zum Schrank rennen, um sich so ein komisches Gewehr zu holen. Du behältst hier deins. Du gehst halt notfalls zum Schrank. Ist halt so, musst du mit klarkommen. So, du kriegst auch eine Phasenpistole und du kriegst auch eine Phasenpistole und du kriegst auch noch eine. Und du genauso. Viel Spaß damit. Aber nicht selber im Fuß schießen, ne? Das gibt sonst Haue. Okay, Crew-Ausrüstung. Ah, Handschuhe. Das sind Strahlenschutzhandschuhe. Okay, Gravitationsstiefel. Mehr Schnelligkeit, weniger Panzerung. Ne, das können wir nicht brauchen. Was ist... Ach Quatsch, das waren hier die Energiestiefel. Gravitationsstiefel. Okay, etwas weniger Panzerung. Die schweren... Stiefel ermöglichen es, den Träger selbst dann noch normal zu gehen, wenn das Gravitationssystem des Raumschiffes deaktiviert ist. Okay, ist ein bisschen weniger Panzerung, aber dafür, da ich ja immer die Energie von der gar nicht lange nachdenken, einfach machen. Kriegt ihr jetzt alle Gravitationsstiefel. So, das habt ihr jetzt von... Ach Quatsch, Raumschiff. Panzerung, genau. Panzerung. So, damit nicht jeder mir von hinten kommen kann. Einmal hinten Panzerung. Einmal hier. Und einmal hier. So. Da fühle ich mich doch gleich ein Stück weit besser. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, würde ich sagen, ist die Folge lang genug. Ja, die Mission war halt ein bisschen länger. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst schon, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.